Hallo und willkommen. 60.000 sind wir mittlerweile hier. Wahnsinn, oder? Als ich damals angefangen habe, hätte ich das niemals gedacht. Bevor ich jetzt anfange, im Chat zu grüßen, ich habe da mal was vorbereitet. Also jeder, der jetzt auch ein Sektchen oder Weinchen oder Zelters, Gänsewein oder was auch immer hat, alle mal anstoßen. Prösterchen! So, ich habe eben schon in den Chat geguckt. Es sind einige da, verdammt viele. Hallo Monique, Elvira habe ich schon gesehen, Elli habe ich gesehen, Sonja, Stine, Nadine. Ach, das kommt jetzt in der Kamera nicht rüber, aber das ist dein Glas, was du mir geschenkt hast. Margot, Martina, Larissa. Und ich habe jetzt hier zwei Monitore. Ich sage euch, das wird hier immer professioneller. Ich kann nämlich jetzt den Chat verschieben. Und das mache ich nur auch mal. Kleinen Moment, dann sehe ich euch nämlich besser. Muss ich nur mal ganz kurz. So. Und jetzt hier den Chat größer machen. Damit, wie habe ich beim letzten Mal gesagt, damit es keine Krähenfüße gibt. Hallo Elke, Kirsten, Chris, Heidi. Es sind schon so viele da. Ich habe eben gesehen, 101 haben eben schon gewartet, wo ich jetzt online gegangen bin. Wahnsinn! Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr mich so kräftig unterstützt, dass wir hier schon so viele geworden sind. Das ist wirklich eine Zahl, die man so gar nicht fassen kann, weil ich sitze ja immer nur hier in meinem Wohnzimmer und kriege die Mengen ja gar nicht mit. Beim Stichtag, da werden wir, da ist dann dieses Feeling, dieses Gemeinschaftsfeeling natürlich wieder da. Ja, perfekt. Ja, danke schön, Heike. Ich scroll noch mal ganz kurz hoch. Christine, hallo Christine, Simone, Conny, Claudi, du bist auch da, hallo. So viele, Wahnsinn. Wenn ich jemanden vergessen habe und auch zwischendurch, wenn ihr Fragen stellt, ich versuche ja den Chat immer möglichst zu sehen, aber wenn was ist, nochmal fragen oder ich überlese immer mal wieder was. Und natürlich, wenn ihr Fragen habt und ihr da mit eurem Schwarmwissen, dann könnt ihr das auch schon zwischendurch beantworten. Genau. Ronja, Hani, Tanja, Jeanette, Marlene, Annelie, hallo. Ach, das ist Wahnsinn. Ui, 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 ich habe jetzt was gesehen. Vielen lieben Dank, Birgit. Kirsten, vielen Dank. Oh, Wahnsinn. Oh, hier, da ist eine tanzende Birne. Ich sehe das jetzt hier viel besser, wo ich das getrennt habe. Das ist viel einfacher. Ja, danke, Claudia. Ja, Grüße in den Norden. Hallo, Renate. Ich trinke jetzt noch mal ein Schlückchen. Vielen lieben Dank, Andrea. Also noch mal Prost auf uns alle, dass wir hier so eine tolle Gemeinschaft mittlerweile sind, so eine große, tolle Gemeinschaft mit dem tollsten Hobby der Welt, oder? So, ich stelle das Sektglas nur mal ein bisschen weiter weg von der Technik. Mein Mann hat eben schon gesagt, wo hast du denn da das Sektglas stehen? Genau. Also heute geht es ja den Leder, Kunstlederresten an den Kragen. Und ich habe hier auch mal eine Kleinigkeit vorbereitet. Ich habe hier einiges um mich rumstehen. Ach, und bevor ich es vergesse, nachher gibt es dann auch noch eine Verlosung. Ich habe das die Box schon extra hinter mich gestellt. Hallo Martina. Also heute geht es den Kunstlederresten an den Kragen. Und halt auch diesen kleinen. Also hieraus kann man ja tatsächlich noch einen kleinen Schlüsselanhängermäppchen oder sowas nähen. Aber gerade bei den kleinen hier, da steht man noch oft so da, was kann man daraus noch machen? Und wie ihr seht, ich sammle das kräftig und ich habe noch so eine Kiste. Also zwei dieser Kunstlederrestenkisten, Kunstlederrestekisten habe ich.
Genau. Da wird mit Bierkrügen angestoßen, da Cocktails und der Ton ist auch super. Ja, wisst ihr warum? Weil ich hier streame, nicht bei Tanja. Morgen Abend seht ihr mich ja auch wieder, da gehen Tanja und ich ja mit Nastja auf dem Dia bei Eule YouTube-Kanal live. Ich fahre dann morgen zu Tanja. Mal gucken, wie das mit dem Ton dann da ist. Hallo Netti! Ach, was mit dem vielen lieben Dank, Chris. Da war eben, weil Netti, du hast geschrieben, mit dem Zahnrädchen einstellen, weil das Bild so grisselig ist. Ja, manchmal drosselt YouTube. Christine, ne? Ich meine Christine und nicht Christine, Sisi Magia. Sisi Magia, die seht ihr ja jetzt auch größer im Chat, die hat übrigens auch einen YouTube-Kanal. Sie hat neulich ihr Nähzimmer vorgestellt. Genau, ja. Elli, du hast mich gerade gefragt, ob ihr uns morgen noch was schicken könnt. Der Sticker bei Instagram ist schon weg. Wisst ihr was? Ich mache dann einfach nochmal einen Sticker rein. Ich habe, glaube ich, am Sonntag so einen Fragensticker reingemacht, wo ihr dann was reinschreiben konntet. Ich habe noch gar nicht weiter reingeschaut. Wir sind momentan wirklich im Stichtagfieber. Ich mache einfach heute Abend nochmal einen Sticker. Können die mir noch nichts geschrieben haben, können da mir noch was reinschreiben? Also noch einen Begriff geben. Vielen lieben Dank, Beate. Denise, hallo. Oh, die Claudia bekommt einen Plotter, ob ich was zum Thema Plotten mache. Ich habe jetzt noch nichts Spezielles geplant. Allerdings habe ich ihn heute benutzt für eins meiner nächsten Projekte. Da habe ich einen Plot drauf gebügelt. Oh, danke Magda, Schweizer Franken. Oh, das war, ich kann das nicht. Vielen, vielen lieben Dank. Hallo Waltraud. Ach, und die Marianne aus Augsburg. Hallo Marianne. Wir sehen uns ja dann auch zum ersten Mal auf dem Stichtag. Hallo Cheyenne. Wann der Vorverkauf für den Stichtag beginnt? Entweder Ende Oktober oder Anfang November. Aber da geben wir euch dann auch nochmal Bescheid. Wir müssen halt sehen, wie es jetzt nach dem Stichtag aufräumen, zurechtklambusern. Dann muss ja das neue Schnittmuster auch noch stehen. Ja, genau. Hallo Geronimo. Hallo Marion. Wie wäre es mit einer Tasche für den Cricket Joy? Ach, so meinst du eine Tragetasche für den? Ich habe den gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie groß der ist. Das Erste, was ich mir jetzt mache, und dabei kann ich nämlich wunderschön den Chat beobachten. Ich suche mir jetzt erstmal einfach ein paar Kunstlederreste raus. Bei der Art, wie ich die heute verarbeite, hallo Rebecca, ist es nur... wichtig, also zu schmal, das hier ist zu schmal, das sind 3 cm und weil wir das heute noch einnähen mit der Nahtzugabe, das wäre einfach ein zu schmaler Streifen. Also ich kann euch mal kurz auf die andere Kamera machen. Also hier habe ich 5 cm ist der Streifen nun breit. Wie lang der ist, ob der 5, 8 oder 7 cm lang ist, das ist egal, aber 5 cm breit sollte er sein. Genau. Die Sabrina hat... Ach, Hallöchen. Ja, schön, dass du live dabei sein kannst. Also, ich suche mir jetzt erstmal ein paar raus. Das ist auch egal. Das wird so Patchwork-Style. Das heißt, da kann es schon ein bisschen bunt sein. Also, wie ihr seht, ich hebe auch sowas hier auf. Das nehme ich dann zum Beispiel für die Boxy-Bags als neben den Reißverschluss, gelle. Danke, Petra. Ich muss auch dran denken, unter unserem Live, was wir bei den Nädels gemacht haben, da hat auch jemand geschrieben, dass wir, wenn wir die Flachwitze, die dann irgendwie ja immer kommen, dass man die auch noch mal vorliest, weil der Chat ja noch immer so versetzt ist. Das ist ein guter Hinweis. Oh, Christiane, mit 1,90 Meter Bildschirmdiagonale. Ho, ho,
Wahnsinn. So, na, das könnte gehen. Wisst ihr was? Ich schütte es mal aus. Ich mache das mal in die andere Richtung. Mein Endgegner sind ja Stoffreste, gleich welches Material. Ab wann hebt ihr auf, die Community? Also einen Stoff würde ich in der Größe nicht aufheben. Also nur Popeline. Das ist mir zu schmal. Außer ich brauche es gerade für ein kleines Riemchen oder sowas. Ich brauche es in dem Moment. Allerdings, wie hier den Korb oder so, das hebe ich, ein Kunstleder, da hebe ich tatsächlich diese Größe hier auf. Oh, das ist aber schön. Danke, Gabi. Nee, Geronimo hat vor kurzem das Video von einer amerikanischen Näh-YouTuberin gesehen. Die hat aus ganz vielen Stoffresten eine ganz lange Stoffbahn gepatcht wirkt für spätere Projekte. Ja, man kann das so zusammennehmen zu so einer Schlange. Das ist richtig. Warum nicht auch das hier? Oh, das ist aber auch schön. Das will ich auch haben. Und wie viel ihr davon jetzt nehmt, ist, wie viel ihr halt habt, wie groß ihr dann euer Projekt nähen möchtet und für was ihr das einsetzt. Also schon mal ein kleiner Spoiler, das wird jetzt schon so eine Art Patchwork, aber nicht über das komplette Projekt, sondern wir patchworken jetzt eine Kunstlederreste-Borte, die dann in das Projekt eingenäht wird. Ach, guck mal da, die Tina hat aus der Stoffrestekiste zwei kleine Stiftetäschlein in Schultütenform genäht. Ja, also ich sitze dann auch manchmal hier vor der Stoffrestekiste und überlege, ach, was könntest du denn draus zaubern? Und dann lege ich mir die Reste auch hin und messe die mir aus und denke, okay, das könnte man vielleicht da noch und wenn man das zusammennäht und so. Ui, schöne Grüße an die stürmische Nordsee, Melanie. Also bei uns hier heute war es auch nicht so schön. Es hat auch gewindet. Unser Kater wollte gar nicht wirklich raus. Der hat dann geschmollt eben. Und keine Ahnung, wann der Sommer wiederkommt, ne? Ach, richtig, Conny. Und ich glaube, die Monique hat es mit Sicherheit auch schon gesagt. Wenn ihr das, was ihr seht, mögt, gerne dem Stream ein Däumchen nach oben geben. Ich sehe zwar hier links auch das Bild. Ich sehe nur die Zuschauer. Doch, ich sehe es auch. Ich sehe die Däumchen und ich sehe jetzt gerade, wie so hoch gehen die Däumchen. Es kann sein, dass ihr das nicht seht, weil ihr dann immer updaten müsstet und bei mir wird das ja hier, also es ist, die Däumchen tickern jetzt hoch, es geht hoch. Ich bin schon bei 133 Däumchen, 139. Bei der Monique ist Sonne und Regen. Und, ach, Julia hat ihr Bügelei mit den Stoffresten gefüllt. Das, finde ich, ist auch eine super Idee. Ich glaube, ich bin jetzt schon ganz gut dabei. Der Sommer soll am Wochenende zurückkehren. Ich will das hoffen. Wir haben am Donnerstag, Tanja und ich, da haben wir von morgens bis abends große Session geplant. Nun, da brauchen wir Sonnenschein. Und die Marion benutzt die Reste auch zum Füllen. Ich will nur mal gucken, ob das noch irgendwas Schönes. Oh, das ist auch eine schöne Farbe, ne? Ich lege das jetzt einfach mal dahin. Oder hier ist Senfgelb. Silber, es wird immer mehr, es wird immer mehr hier. Man kann auch, wenn man so einen schmalen Rest hat, kann man den auch schön nehmen, um zum Beispiel einen Karabiner irgendwo zu befestigen. Dann nähe ich das nicht so. Moment, wofür haben wir zwei Kameras? dann nähe ich das nicht zusammen, sondern ich lasse das dann so und passe den Streifen der Breite des Karabiners an und dann hat man halt eine Kunstlederöse, die man dann dran nähen kann. Die ist halt viel haltbarer und so habt ihr halt auch noch einen kleinen schmalen Rest schön verwertet. Hallo Sabrina! Bei der Tina war es auch einen ganzen Tag stürmisch. So.
Es gibt auch Stoffreste-Gruppen auf Facebook, sagt die Cheyenne, für Inspiration oder auch Pinterest. Guter Tipp, guter Tipp. Ach, Geronimo, Chess Oakler Roots und Zaya Swag, die beiden schaue ich mir auch immer an. Finde ich richtig cool, was die machen. Da kommt demnächst auch noch ein tolles Taschenmodell, was schon oft in Amerika genäht wurde, hier bei mir auf dem Kanal. Alles nach dem Stichtag. Mal schauen, ob ich das so hinkriege, weil die Amerikaner ja doch viel umfangreichere Taschen und auch mit viel mehr Dekoration und Rundungen und Extras und Pipapo nähen. Finde ich aber sehr schön. Hallo Ronja. Ah, die Ronja schaut auch Chess Oakler Roots. Ja, ich mag die ungemein. Rolltop, ja, sowas habe ich auch vor. Da habe ich tatsächlich eine Idee und ich glaube, so mit diesem kleinen Kniff, wie ich mir das vorstelle, ich weiß noch nicht, ob es funktioniert, es ist nur in meinem Kopf, habe ich das noch nicht gesehen, den Rolltop, so wie ich ihn mir vorstelle, Claudi. Und die Chrissy, dann kann ich dir ja meine Reste schicken, Sandra. Ja, Birgit, ich bin auch gespannt, ob ich es hinkriege, das amerikanische Modell. So, ich lege mir jetzt einfach mal die Stoffe hier hin. Moment, die Kunstlederreste. Ich lege das erstmal hier hin und zeige euch dann meine Auswahl. Aber ich glaube, ich lasse es kurz liegen und dann, manche Sachen habe ich jetzt wegen der Farbe genommen, aber das ist dann doch zu schmal oder zu klein und dann mache ich euch gleich noch auf die andere Kamera. Also ich brauche tatsächlich, wenn die die Claudia fragt, ob es schwierig ist, die amerikanischen Anleitungen umzusetzen. Lesen, also eine geschriebene Anleitung, habe ich mir noch nicht in Englisch angetan, sondern wenn es da ein Video dazu gibt, ich brauche dann eigentlich gar keinen Ton und ich brauche auch nicht mehr jeden Step anzuschauen, weil ich ja weiß, wie eine Reißverschlusstasche oder sowas eingenäht wird. Das sind dann nur so manche Sachen, die ich mir anschaue. Das heißt, also ich habe kein Problem damit, wenn ich mal sehe, wie das jemand anders genäht hat. Oh, Marion, du bist schon seit Jahren bei Crafty Gemini. Genau, die erklärt nur in Englisch und die macht auch so tolle Kurse, so wo man dann nur Portemonnaies, 7 verschiedene Portemonnaies und dazu gibt es dann Online-Kurse, da kriegt man dann alle Schnittmuster, da sind dann immer Live-Sendungen dabei und da wird dann live zusammengenäht. Dann gibt es da auch noch Videos dazu oder Taschen oder so und das gibt es dann halt exklusiv in diesen Gruppen. Ich finde das mega. Tanja auch. Mal sehen, was alles noch kommt. Prost, genau. Schöne Grüße nach Eislingen. Hallo Romy. Na, was ist bei euch da oben für ein Wetter? Seid ihr auf dem Traktor, darf man das sagen? Seid ihr weggefegt worden beim Ernten? So. Oder ist noch alles fit? Ach, hallo, Detlisken. Für die Renate ist es schwierig ohne deutsche Anleitung. Dafür mache ich ja dann bald die Anleitung. Ich zeige euch jetzt mal hier kurz. Hallo, Tanja. Moment, jetzt muss ich nochmal hier. Jawohl, so ist das. Also die habe ich mir nun alle hingelegt. Und werde aber gleich das hier, das ist mir zu schmal, das ist mir auch zu schmal, gleich mal wegmachen, das auch. Und was habe ich hier? Na, das ist 5 cm. Also die mache ich jetzt gleich nochmal weg und nun mal schauen. Und ich glaube, schon gleich so im Überblick zu sagen, dass ich die zwei nicht haben möchte. Nee, möchte ich nicht. Und das Silberne möchte ich auch nicht haben. Und dann lege ich mir das halt einfach nur mal so hin und überlege dann das auch nicht.
So, die Ausbeute, die Farbkombination finde ich schon mal richtig schön. Wobei ich denke, dass ich sogar das Gold hier lasse. Das Gold oder das Orange? Oh, bei der Ronja ist Weltuntergang. Bei der Romy dreschen die Jungs jetzt noch den Weizen. Hallo Petra. Also ich glaube, ich mache das Orange noch weg. Das ist zu grell. Und dann hätte ich hier schon mal meine Farbauswahl, die ich nehmen würde. Ich lege die mir nun mal so in Reihe, wie ich das schön finde. Ach, bei der Tanja hängt der Livestream. Ich hoffe nur bei der Tanja, dass das an der Übertragungsrate gerade liegt und nicht das bei mir, weil, also ich habe jetzt die Rollos unten, aber ich sehe gerade, kommt bei uns die Sonne durch. Schöne Grüße in die Schweiz. Gold weg, sagt Geronimo. Ja, ich denke auch, das glitzert zu sehr und ich hätte auch fast gesagt, den mache ich auch noch weg, dass das so was Einfarbiges wird. Oh ja, ja, ja. Ich weiß noch gar nicht, ob ich das haben möchte. Oh. Das finde ich schön. Zeige ich euch mal. Ist nicht zu kribbelig und ich finde auch schon die Reihenfolge richtig schön. Nee, das muss jetzt die. Es muss jetzt die Reihenfolge sein. Anders, da bekomme ich es nicht hin. Na, ich denke auch, das ist gut. Und das Tolle dabei ist jetzt auch die Streifen, ob der nun breiter oder schmaler ist, das ist egal. Wir patchworken ja hier. Und auch wenn der eine ein bisschen länger ist oder kürzer, ist es auch nicht schlimm. Kürzen wir dann hinterher, wenn wir es zusammengenäht haben. Das passt gut, sagt auch die Larissa bei Asakui. Lugt auch gerade die Sonne durch. Gut, dann will ich mal schauen hier bei meinem. Da schneide ich mir nämlich das noch ab. Und ich habe mir hier schon alles hingelegt. Was habe ich vergessen? Mein Batchwork-Lineal. Moment. Das ist jedes Mal irgendwas. Also ich werde jetzt die nicht auf Breite zuschneiden, sondern nur, ich kann euch das nochmal hier kurz zeigen, hier ist so ein Knick drin. Und das sieht man dann hinterher. Das möchte ich nicht. Deswegen schneide ich das jetzt hier kurz runter. Oh, oh, vielen lieben Dank, Margot. Da schneide ich das jetzt hier genau bei dem Knick ab. Hallo, Patty. Hier einfach nur runterschneiden. Und ja, den würde ich jetzt, ich glaube, der ist tatsächlich zu schmal. Das schmeißen wir jetzt weg. Und da habe ich hier meinen Fadensammler stehen. Das ist auch ein Schnittmuster von mir. Das kann man, das ist ein ganz normales Utensilo. Nur habe ich das mit Style-Fill verstärkt und hier oben nicht. Und dann kann man den Rand so schön umdrehen. Danke, Birgit. Und dann bleibt das so schön stehen. Und hier innen drin, das ist beschichtete Baumwolle. Das ist perfekt als Fadensammler. Genau. Also hier haben wir das. Die anderen lasse ich. Und das hier, wollen wir das so breit lassen? Nee, ne? Ach, Geronimo. Na, ich mache das ja dann hinterher. Ja, ich stelle das hoch. Ich habe gerade überlegt, ob ich Chat-Wiedergabe nach dem Livestream eingestellt habe. Aber das habe ich. So, das hier machen wir 10 cm. Was habe ich dann hier noch? 1, 2, passt. So. Also. So rum. Das ist nun meine Ausbeute. So sieht das Ganze aus. Und nun fange ich an.
Hallo Sabine. Moment mal, ich kann doch hier auch noch. So, jetzt seht ihr mich da zumindest. Wie gesagt, dass die unterschiedlich lang sind, das ist egal, das mache ich hinterher. Ich nehme nun einen, wie beim Patchwork halt, ein Stoffteil, das lege ich mir der rechten Seite auf die auf die andere rechte Seite des Kunstleders und nähe dann hier allerdings nur 0,7. Ich nähe jetzt hier nicht mit 1 cm Nahtzugabe, sondern mit 0,7. Und ich habe eine Universalnadel drin, mein Teflon-Nähfüßchen, das ist nicht notwendig. Ihr könnt auch einen normalen Nähfuß nehmen. Ich finde aber, der Teflon-Nähfuß, gerade was solche klebrigen oder besonderen Stoffe angeht, ist er unheimlich hilfreich. Und meine Universalnadel ist eine 90er und ich werde mir eine Stichlänge von 3,0 einstellen. So, ach, hallo Tanja. Gucke ich nochmal hier in den Chat und liebe Grüße Andrea nach Österreich. Und Ronja, du bügelst vorsichtig aufs Vlies, sonst wüsste ich nicht, dass man das bügeln kann. War das jetzt noch irgendeine Frage oder so? Danke, Ingrid. Meine Taschen sind mit... Ach, ihr seid bei Taschen. Ich habe ja hier auch nur eine Haushaltsnähmaschine. Das heißt, ich habe ja keine Industrienähmaschine. Und ich möchte versuchen, diese Taschen auch mit meiner Haushaltsnähmaschine zu nähen. Ja, ob das so funktioniert. Weil die Amerikaner, einige haben eine Industrienähmaschine, aber andere nähen auch wiederum auf Haushaltsnähmaschinen. Das kommt immer so drauf an. Kunstleder bügeln, ich würde es an der kleinen Ecke probieren. Es kommt aufs Kunstleder an. Die meisten haben ja hinten auch so ein Gewebe und ich würde es aber nicht höher als Stufe 2 machen. Aber dann ist das eigentlich gar kein Problem. Also ich mache das auch öfters, gerade wenn man das kauft oder man hat es mal hingelegt und es ist ein Knick drin, den kann man damit schon noch ausbügeln. Der Chat ist nach dem Live noch da. Ja, ich muss das nur ein... Ich muss das, wenn ich den Livestream plane, muss ich das schon sagen, dass der Chat nach dem Livestream noch da sein soll. Und ich hatte jetzt eben kurz überlegt, habe ich das gemacht? Habe ich aber gemacht. Bin ich mir ganz sicher. Genau. Romy, ich habe weiter oben eine lange Frage. Romy. Ich sehe jetzt den weiteren Chat nicht. Romy, gibt es nur die eine Playlist und die Musik wird dann tagsüber gespielt oder wie läuft das? Weil dann muss ich mein Lied ändern. Ja, es gibt die eine Playlist und ja, die werden wir tagsüber spielen. Aber auch der DJ ist wie letztes Jahr auch schon vorher da. Und dann ist ja auch noch, wenn zum Beispiel jetzt Workshops auf der Bühne sind oder so, oder wenn wir die Begrüßung machen, dann wird ja auch keine Musik laufen. Wenn du das Lied ändern willst, kannst du natürlich machen, Romy. Ja, und abends haben wir dann wieder, da wird barfuß getanzt, Ladies, ne? Barfuß. Dekofil kannst du definitiv auch auf Kunstleder aufbügeln, weil wenn du hier jetzt ein Vlies drauf machst, da ist das, hier ist das Kunstleder, das legst du mit der rechten Seite nach unten, dann machst du hier das Vlies drauf und dann erst das Bügeleisen, dann ist das Kunstleder nochmal geschützt, also das funktioniert. Das Einzige, was ich dir sagen kann, wenn du zum Beispiel ein, ich mache euch mal kurz auf die andere Seite, hier nochmal, wenn ihr zum Beispiel ein Kunstleder habt mit einer Struktur, dann kann es sein, dass die Struktur eventuell durch die Hitze rausgeht und dann habt ihr halt glattes Kunstleder. Ne? Also das müsstet ihr vorher probieren. Aber wenn hier dann noch eine Dekofil drauf liegt oder so, wenn ihr dann zum Beispiel auch noch so ein Papier, Backblechpapier drauf macht, dann geht das. Bei der Mosa ist es immer noch unscharf. Oh, vielleicht ist wirklich gerade die Übertragungsrate bei euch gedrosselt. Bild ist scharf, Bild ist super. Ich werde jetzt am Anfang und am Ende verriegeln, weil ich unterschiedliche Längen habe. Nur 2 Stiche vor und 2 Stiche zurück. Mehr nicht.
Weil in dem Kunstleder bleiben ja die Stiche enthalten und ich möchte nicht mein Kunstleder unnötig perforieren. Bei der Nicole ist es auch sehr unscharf. Also auch wenn du unten auf dem Zahnrädchen vielleicht mal eingibst, dass du die Bildrate höher setzt, weil das musst du machen, weil eben, also ich habe hier die höchste Auflösung eingestellt. In Ostfriesland ist alles gut. Genau, bei der Ronja, die musste ihre Auflösung zwischendurch ändern, weil YouTube, ist richtig, wenn YouTube merkt, oh, der Datenstrang ist nicht so groß, wir drosseln das Ganze mal so ein bisschen. Ne? Jetzt habe ich das da dran genäht. Ach ja, doch, passt. Also, ich mache euch mal kurz hier drauf. Ich werde nun erstmal das andere hier dran nähen. Ich habe nämlich momentan einen blauen Faden drinne. Und wenn ich dann nachher noch von hier oben abnähe, möchte ich das nicht mit dem blauen Faden machen, sondern ich werde mir dann noch ein anderes Garn einsetzen. Also ich werde jetzt erstmal das immer aneinander setzen. Und ich werde nun hier unten die eine Kante aber nehmen, damit ich nicht oben und unten später ablenken muss, sondern weil ich gerade eine Universalnadel drinne hatte. Sieglinde. Deswegen benutze ich keine Mikrotex-Nadel. Ganz einfach. ich benutze auch gern Mikrotex-Nadeln, aber ich bin ein Nadeltausch-faule Person. Genauso wie Nähfuß-tausch-faule Person. die Eggy. Wirst es auch so, Bild und Ton sind super. Aus dem Feriendomizil. Schöne Grüße in den Urlaub. In Karlsruhe ist das Bild auch scharf. Die Nicole nimmt auch meistens die Nadel, die drin ist. Ja, da. Also außer natürlich, du hast wirklich empfindliches Material oder so, dann achte ich da drauf. Aber die Universalnadel, die gibt so viel her, gell? Wie du dir merkst, welche Nadel gerade drinne ist. Du kannst dir zum Beispiel entweder so ein Nadelheft machen oder auch so ein Nadelkissen und dann zum Beispiel einen spezielle Nadel an die Stelle in das Kissen einpinnen oder in das Nadelheft, zum Beispiel bei Universal oder Jersey oder wo auch immer. Und dann weißt du, da wo die Stecknadel sitzt, die Nadel ist gerade hier drinne. Genau. Oh, die Bettina hätte ihre, die Nettie hat fast immer eine Mikrotex-Nadel drin und die Bettina hätte ihre Nähmaschine fast in die Ecke geschmissen. Oh, was ist denn da passiert? In Hamburg ist das Bild auch scharf. Ich benutze heute übrigens hier diese neuen Klammern. Ich finde die sehr gut. Ich habe die heute auch von normalen Stoff benutzt. Ich habe nämlich heute ein Video gedreht. Sogar über einen Reißverschluss gingen die super drüber. Das hält alles so richtig schön und gut. Ich habe aber auch einen Tipp aus der Community bekommen. Es gibt doch diese Haarspangen, diese silbernen. Die sind halt ein bisschen kleiner, aber auch komplett über die ganze Fläche liegen die auf. Die kann man wohl auch nehmen. Die Nettie hat die Nadelpackung immer im Werkzeugfach neben der Nähmaschine. Das geht auch, dass man die Nadelpackung von der Nadel, die man gerade drinne hat, halt an einem speziellen Platz legt und man weiß, okay, die Nadel ist gerade drinne. Bei der Bettina lief gestern alles perfekt. Heute verwandelt ständig mein Unterfaden. Habe Nadeln gewechselt, Fäden aus, wieder eingefädelt und die Oberfaden von der. Weißt du, was ich tatsächlich mal hatte? Dass die Unterfadenspule nicht mehr so aufgespult war, wie es meine Maschine gerne hätte. Das heißt, wirklich entweder nochmal komplett eine neue Spule aufspulen oder mal eine andere nehmen. Vielleicht liegt es daran. Also ich hatte das nämlich auch einmal ganz schlimm und da hat es daran gelegen.
Und die Kiki ist froh, dass sie nicht die Einzige ist, die gerade mit der Nadel näht, die gerade drinne ist. Genau. Und Sandra, du liebst die. Ach, du hast auch die Klammern hier. Und die Petra, genau. Nadelwechselmuffel. Perfekt, genau. Und die Sonja klebt, ich klebe nie Nadelpackungen oben auf die Nähmaschine. Hat das jemand geschrieben? Genau, neue Spule. Danke, Jacqueline. So, jetzt muss ich noch mal kurz gucken. Ich habe mit Sicherheit einiges überlesen. Aber ihr helft euch ja hier schon richtig super mit den ganzen Tipps, wo was drin ist. Ich bin auch schon fast fertig. Hier noch mein letztes Stückchen dran nähen. Hallo Daniela. Ich gerade so stecke ich eine Stecknadel als Platzhalter und dann weiß ich, welche ich nutze und wohin sie dann nach wieder zurück ist. Ja, also da gibt es noch verschiedene Techniken, die man machen kann, um zu wissen. Ich habe das aber auch schon mal gesehen, ein Nadelkissen und auf dem Nadelkissen waren halt die verschiedenen Nadeln drauf und dann konnte man halt auch, wenn man zum Beispiel kein Nadelwechselmuffel ist, kann man da die Jersey-Nadel, die man nur einmal dann benutzt hat, die Mikrotex hat dann da eine Universal- und eine Jeans-Nadel und hat ihn da halt auch super sortiert. Weil eine gebrauchte Nadel, also die, die jetzt hier drin war, würde ich nie wieder in die Packung zurückmachen. Das ist was, was ich nicht mache. So. Die Erna hat dafür eine Plotterdatei. Ja, das habe ich auch schon gesehen, dass es eine Plotterdatei gibt. Das kann man sich dann einfach auf den Stoff aufbügeln und daraus dann halt sich das nähen. Die Klammern hier, das sind die von Taylor, Magic Taylor. Die habe ich in meinem letzten Vlog vorgestellt. Die sind sehr lang und die gehen halt über die komplette Länge und liegen richtig schön auf. Ich mache das mal hier an einem hellen. Und machen auch keine Abdrücke hier oben. Und das hält wirklich richtig gut zusammen. Und hier drauf sind auch noch solche Markierungen, allerdings in Inch. Die brauche ich jetzt nicht. Aber ich finde das halt schön, dass das über die komplette Länge geht. Ich soll mal auf die Teilnehmer... 516 Teilnehmer. Ob man die 600 passend zum 60.000er Jubiläum schaffen? Wow. Die Tanja hat ein Nadelhalter-Dings an der Nähmaschine. Ja, das habe ich auch schon gesehen. Das gibt es auch von Prim, ne? Eine Anleitung für ein Nadelkissen gemacht mit den Feldern für Jersey. Also die aber Eule hat sowas auch mal gemacht, ja. Eine erste Tasche Weekender von Sandra. Die Jenny wagt sich an den Weekender von mir. Aus Kunstleder und Oilskin. Kann ich die Tasche mit einer Jeansnadel nähen? Nein. Also Kunstleder und Jeansnadel. Wenn du zum Beispiel Kunstleder und hast das Oilskin und da vielleicht noch eine Flieseline und nähst dann da auch noch Gurtband ein und du hast dann solche dicken Stofflagen. Für dieses kurze Stück würde ich eine Jeansnadel nähen, aber für den Rest nicht. Genau. 522 Teilnehmer sehe ich gerade. Und 251 Daumen nach oben. Dass ein Fadenwirrwarr, also Nettie schreibt, dass ein Fadenwirrwarr unten mit dem Oberfaden zusammenhängt und ein Fadenchaos oben mit dem Unterfaden zu tun hat. Ah, kenne ich mich nicht mit aus. Und bei der Larissa sind die meisten Nadeln Jersey oder Universal. Bei Schmetz hat man ja einmal auch noch die Kennzeichnungen und man kann sich ja da auch so ein Kennzeichnungsheftchen oder so zulegen. Hallo Karin. So, ich werde jetzt aber erstmal meinen Faden wechseln, mein Garn, damit ich dann oben auf und ich würde fast zu pink tendieren, Ladies. Pink. Oh, ich muss nur mal kurz holen, das habe ich natürlich auch nicht am Start.
Mann. Ah, Tanja, dir will ich auch noch was zeigen. Ich habe bei Tanja Nestadt Hexe auf dem Instagram-Kanal, ihr Mann macht auch 3D-Druck und er hat für den Alex solche Griffe hier gedruckt. Haha, guck mal, was mein Mann mir gemacht hat. Ist noch nicht fest, das war der Probedruck und kriege ich dann noch in einer schönen Farbe. Dank der Inspiration von deinem Mann, Tanja. Nettie hat recht. Aha, also wenn oben der Faden Schlaufen macht, ist der Unterfaden dran schuld. Und wenn unten der Faden Spirenzelchen macht, ist der Oberfaden dran schuld. Richtig? Schnell mit zwischendurch. Oh, die Sabrina hat auch gerade Pink in der Maschine. Ja. Und guck mal, die Maria Schmidt, wenn es bei ihrer Pfaff-Unterfaden entweder Faden zu locker aufgespult oder die Spule irgendwo etwas beschädigt ist, das kann auch sein, genau. Also die Spule, man will das gar nicht glauben, wie wichtig die Spule für die Nähmaschine ist. Vielen lieben Dank, Andrea. Das wird gefeiert. Wisst ihr was, darauf trinke ich nochmal einen Schluck. Ist immer umgekehrt, also euer Schwarmwissen. Sehr gut. Mir fällt nur nichts mehr ein, also werde ich jetzt die Spule neu ausspulen. Richtig, Bettina. Einfach die Spule neu aufspulen. Und dann nochmal probieren. So. Ob man mit der Kreditkarte spenden kann? Oh, ich weiß nicht, was alles geht. Ich denke, alles, was man bei Google hinterlegt hat. Ich glaube, es geht PayPal, Google Pay, Apple Pay. Apple Pay könnte bei Google eventuell doch nicht gehen. Ja, aber so. Ja. Geht auch über Google, sagt Ariba. So, ich hole euch jetzt noch mal kurz hier auf die 2. Und ich könnte es jetzt eigentlich schon, ja, ich werde das jetzt erstmal hier oben abschneiden. Hier unten, das ist so in Ordnung für mich. Ich werde das nur hier oben abschneiden, dass ich dann nicht unnötig weiter nähe. Und dazu musste ich mir doch mein anderes Lineal auch noch holen. Dann lege ich das nur mal so gerade hier hin. Das wobbelt ein bisschen rum. Oh, danke Tanja. Vielen, vielen lieben Dank. Dein Mann macht ja auch richtig tolle Star Wars Dinger. Alter Schwede. Ich bin ja auch so ein absoluter Star Wars Fan. Unterfahren, wobbly, wobbly, genau. Wobbly, wobbly. So. Oh, vielen lieben Dank, Denise. Ah, wo lege ich das jetzt hin? Hier. So. Ach, ist das schön. Jetzt erst noch mal Stößchen. Nähen du jetzt langsam musst, ja. Vorsichtig, mit Bedacht. Also, das habe ich jetzt alles hier auf die Länge gebracht. Und nun, Brust, sehe ich jetzt hier im Chat, schön. Die Nahtzugabe nun auseinanderlegen und dann so rum unter die Maschine legen und dann halt die eine Nahtzugabe
an der einen Seite festnähen und die andere an der anderen. Und wenn ich das nun gleich mache, ich zeige euch das natürlich, dann nähe ich auch einmal rum. Ich setze nicht ab, sondern ich nähe bis hier, nähe dann hier rüber und dann hier auf der anderen Seite. Das machen wir jetzt mal. Die Cheyenne sammelt die alten Nadeln in einem Gewürzglas. Vielen lieben Dank, Jutti! Und ich habe immer noch Stichlänge 3,0. Die Erika fragt, wie viele verschiedene Garnfarben ich habe. Ich würde sagen, ich habe so 30, 40, 50. Man verschätzt sich da. 50 verschiedene Garnfarben. Vielen lieben Dank, Detlisken. Da ist ja auch eine Riesenbestellung von dir eingegangen. Holla, die Waldfee. Welche Farben ich am meisten benutze? Ich brauche so ein schönes dunkles Blau, Schwarz, Grau und Beige. Tatsächlich sehr langweilige Farben, ja, ich weiß. Die brauche ich am meisten. Aber ich möchte nicht verschiedene Schattierungen in Pink oder in Blau missen. Der richtige Faden, wenn man den sieht, oben auf, also einen sichtbaren Dekofaden macht, da ist die richtige Farbe manchmal Gold wert. Vielen lieben Dank, Romy! Eine Grinsekatze! Super! Also ich nähe jetzt einmal hier auf der einen Seite fest. Wenn das einmal unter der Maschine liegt, dann passiert da nichts mehr. Und dann gehe ich nur hier rüber. Dann brauche ich nämlich nicht... Nochmal verriegeln. Vielen lieben Dank, Monique. Ne schwarzes Kätzchen. Margot? Ja? Margot? Dankeschön, Nicole. Und auch ein Kätzchen. Was steht da? How it's going? It's going good. Die Sieglinde hört gerade Stereo. Ich nehme nebenher einen Reißverschluss in meine Slingbag ein und lasse das Video nebenher laufen. Slingbag! Ja. So. Ich habe Claudi übersehen. Claudi! Ja! Dankeschön, Margot. Dankeschön, Margot. Vielen lieben Dank. Oh, das war's. Ja, richtig. Dankeschön. Margot, fühl dich auch noch mal gedrückt, dass du mich darauf hingewiesen hast. Am Handy ging's, am PC wollte YouTube eine Kreditkarte. Aha. Ich zeige euch das mal kurz hier. Bringt das die Kamera? Ich mach das anders da. Ich komme ein Stückchen näher. So. Na. Seht ihr das? Ich habe hier oben da so schräg drüber genäht. Dann brauchte ich die Naht nicht nochmal neu absetzen. Sport. Und das um die Uhrzeit. Oh, guck mal, wer da ist. Die Tanja. Kommen Sie näher. Dann kommt die Tanja gerade online und da kriege ich in die Kamera. Ja, morgen wieder bei dir, Tanja, ne? Ich bin hier übrigens begrüßt worden mit, was für ein toller Ton, Tanja. Auch 75 Unterschiede. Oh, ich habe, ich glaube, das oben hat jemand geschrieben mit 75 Farben. Ich habe auch jede Menge Unterspulen und ich habe auch immer jede Menge leere da. Die kosten ja nichts, falls ich wirklich mal irgendwas anderes aufspulen muss. Noch 25 Tage, 14 Stunden, 10 Minuten bis 3, 2, 1, Stichtag! Ach, ist das schön.
Ja, jetzt geht's, Stichtag! Oh, es wird so gut, es wird so gut! Ach, da ist noch jemand gekommen. Guten Abend zusammen. Hallo Birgit. Und die Monika hat es auch geschafft. Und wieder Stichtag, sehe ich jetzt ganz viele im Chat. Jawohl, jawohl. Ach, das ging jetzt auf einmal so schnell. Jetzt habe ich einen Stich zu weit genäht. Und der Listen freut sich auch. So war es, ja. Wir auch. Ladies, was machen wir, wenn wir so ein Wetter haben? Mein Outfit, das ist eigentlich hochsommerlich, so wie das Wetter letztes Jahr war. Mann, Mann, Mann. Wollen wir hoffen. Sind ja noch ein paar Tage. Moment, dass ich... Amanosa, vielen, vielen lieben Dank. Hallo Ines. Nur noch 25 Tage, Ines, ja. Nähst du dir dein Outfit, Ines? Ich werde auch bald was nähen. Ich. Die Margot hat einen Stichtagsschal genäht. In Stichtagfarben. Cool. Die Margot ist übrigens auch unsere Spotify-Beauftragte, haben wir jetzt beschlossen. Also in der Stichtaggruppe, wenn jemand auf Spotify inklusive mir nicht zurechtkommt, schreibt das rein. Die Margot kümmert sich drum. Ines, mit dem Outfit war eigentlich dein Plan plus Slingback plus Marzi. Huhu. Und die Melanie will noch eine Minna nähen. Ja, die habe ich ja schon genäht. momentan gibt es auch auf alle Fadenkäfer E-Books 30%. Kam gestern bei Nastja Diabaule in den Näh-News, ne? Tanja. Danke. Gar kein Emoji, was ich nachmachen kann. Soll ich nur hier Herz? Herz? Die Bianca bringt das schöne Wetter aus Spanien mit, genau. Die Marlies fragt, ob man irgendwie erkennen kann, wenn die Nadel gewechselt werden muss. Ich höre das. Wenn eine Nadel stumpf ist, dann hämmert deine Maschine. Dann geht das tak, tak, tak anstatt zip, zip. Also ich höre das dann. Geht schwergängiger, du hörst das richtig. Die hämmert, würde ich sagen. Hallo Birgit. Oh, Jessica, was ist Stichtag? Da kannst du mal bei mir auf dem Kanal nach Stichtag suchen oder auch bei Hanna Kreativ oder bei den Nädels. Da gibt es ganz tolle Videos. Das ist eine Näh-Convention mit ganz vielen nähverrückten Menschen, die unter anderem auch ganz viel hier im Chat vorhanden sind. Vielen lieben Dank, Rebecca. Falls ich noch mal jemanden übersehe, Margot, ich zähle auf dich. mit Ausstellern, man kann da Stoffe kaufen. Es gibt mega Rabatte, Angebote, Musik, Essen, Quatschen, Nähmaschinen anpacken, Sachen ausprobieren, Workshops. Jede Menge. Ich mag Gott, ja. Bei der Bibi tuckert die Nadel auch gerade. Ich wechsle mal, genau. Man hört das dann. Oh, guck mal hier, Miriam. Schöne Grüße nach Italien. Habt ihr in Italien schöneres Wetter? Pate, genau, Tanja. Pate, Pate. Wann Ostberliner Stichtag? Also der Stichtag wird wohl immer hier bei uns in der Nähe bleiben, aber Tanja und ich haben ja, je nachdem, wie wir das alles so gewuppt kriegen, in der Zukunft noch einiges vor. Die Monique schreibt, Marlies, wenn du unsicher bist, ob deine Nadel noch gut ist, nimm sie raus und geh mit dem Finger drüber. Meistens merkt man dann die Abnutzung. Ich merke das also, wenn sich das schon so komisch anhört und du die Nadel mal raushust, du kannst sie nur so lang schieben oder einfach mal in deinen Finger pieksen. Und wenn du da schon merkst, huch, die ist ja rund und kitzelt mich nur, dann auf jeden Fall tauschen. Wenn es hakt, dann ist der Wechsel
Genau, die Tanja schreibt rein, 2.9.23 und halt 31.8.24. Das steht schon fast fest. So, ja, und so hat man halt noch wirklich schmale, ich mache euch mal kurz, Hufte 2, hier noch verarbeitet. Und ich möchte nun aber, ihr könnt zum Beispiel auch nur so schmal den Streifen machen. Ich möchte dann gerne noch, das passt jetzt leider nicht, hier unten ein Stück Kunstleder dran nähen. Jetzt bin ich kurz am Überlegen. Ladies, wann die Karten für 24 kaufen? Ende Oktober, Anfang November. Ich werde das jetzt hier nicht weiter vernähen. Ihr kennt das Prinzip. Ich würde dieses Patchwork allerdings jetzt nicht mit einer Außenstoff, mit einer dünnen Popeline verbinden, sondern mit einem Jeansstoff, Kunstleder, Oilskin. Also schon so in der Stoffqualität bleiben. Genau. Und weil ich eventuell mir das durchschneiden möchte und dann werde ich dann noch ein anderes Stück dran nähen. Da will ich aber nochmal genau schauen, dass ich die richtig schöne Farbe dazu habe. Ich glaube, ich habe was Passendes. Wartet mal. Ich habe doch von der lieben Heike so tolle Taschenstoffe hier bekommen. In diesem Senf und in diesem Dunkelblau. Oh, Nicole geht. Tschüss, Nicole. Ich zeige euch das mal kurz. Wow. Sieht das gut aus oder sieht das gut aus? Und das ist hier schon so mit gefüttert. Und da bin ich jetzt im Überlegen. Also, das möchte ich mir aber in Ruhe überlegen. Entweder ich mache nur auf die Vorderseite von der Kosmetiktasche hier so einen breiten Streifen und die Rückseite wird einfarbig. Oder aber ich schneide das nun hier einmal in der Mitte durch und dann bekommt die Vorderseite so einen Streifen und die Rückseite. Ich glaube, das ist schöner. Dann ist man nicht so gebunden an Vorder- und Rückseite. Und das wird dann halt ganz normal eingenäht, nicht aufgenäht. Dann habt ihr ja hier so hässliche Ränder, sondern halt dann ganz normal hier am Rand mit einnähen und so. Genau. Und so hat man halt noch diese kleinen Sachen eingearbeitet. Und was ihr nun daraus näht, ein Federmäppchen, eine Kosmetiktasche, eine Boxy-Bag oder zum Beispiel in den Deckel von der Tasche mit einnähen. Aber ja, so habt ihr die halt noch super verwertet und bringt ein bisschen Pep in einfarbig. Der Rest ist dann einfarbig und dann sowas dabei, bam, ein absolutes Unikat. Die meisten sagen gelb, bin auch für Senf. Ja, ich glaube, ich finde Senf auch sehr schön. Sind die Maschinen trocken? Jetzt habe ich gar nicht geguckt. Welche Maschinen sind denn trocken? Claudi, was hat denn die Claudi geschrieben? Ach, wegen Samstag. Ja, Donnerstag und Freitag soll schön werden und Samstag soll es wieder regnen. Aber Tanja hat recht, wir haben ein Dach über dem Kopf, Claudi, bei uns. Wir haben nicht nur ein Dachschaden, sondern wir haben ein Dach über dem Kopf. Da. Ja, Conny, morgen, wie gesagt, auf dem Diabo-Eile YouTube-Kanal live und Mittwoch, Tanja, gehst du Mittwoch live oder hat der Masi dir noch ein Video geschnitten? Hä? Die Tonspur drauf gemacht. Hä? Keine Ahnung. Aber das wird Tanja euch morgen sagen. Der Listen ist für blau. Also ich weiß es noch nicht. Vielleicht mache ich auch eine Seite so und die andere Seite so. Oh. Verarbeitung doch nochmal, wofür das 3D-Teil ist, bitte. Die Stefanie, welches 3D-Teil? Mittwoch ist bei Makeman live geplant, aber erst 7:45 habe ich gesehen. Aber ich verstehe nicht ganz. Moment.
Vielen lieben Dank, Tanja. Du hattest mich noch eben was mit diesem 3D-Teil gefragt, Stefanie. Doch noch mal, wofür das 3D-Teil ist. Welches 3D-Teil meinst du, Stefanie? Ich weiß jetzt nicht. Oder meinst du das hier? Das ist für den Alex, für das Schubladenschrank von Alex. Da sind ja nur solche Einsparungen, wo die Hand reingeht, ein Griff. Für den Alex, das war. Ah, genau. Hoffentlich bleibt das Dach bei dem Wetter ohne Schaden. Ja. Klein J sagt, ah. Hallo, Klein J. Krankra. ich kann Kunstleder auch zwischen beide Taschenstoffe nähen. Genau. Für Blau. Ich denke, also ich finde die Kombination wirklich, also so im zusammen finde ich das wirklich schön. Jetzt stellt euch mal vor, die eine Seite der Kosmetiktasche wird so und die andere Seite der Kosmetiktasche wird dann hier. Und dann hat man wirklich, wie man das gerne möchte. Ich glaube, das mache ich. Oh. Zeige ich euch natürlich auch noch. Keine Ahnung, vielleicht kriege ich es noch hin und es kommt noch mit in den Vlog rein am Mittwoch. Ich wollte euch noch was zeigen. Ich habe es leider noch nicht geschafft, mir hierfür Dings zu kaufen. Bilderrahmen. Das ist ja die Bügelfolie aus dem Teddy und die geht hier ein bisschen ab. Für ein Bild ist es nicht schlimm, aber wenn die Bügelfolie nun auf einem T-Shirt oder auf einem Rucksack oder so drauf wäre, also das ist nicht so schön. Ja. Wie kann ich am Computer den Namen ändern? Tanja Bombala, meinst du deinen Namen hier für YouTube? Den kannst du ganz einfach in den Einstellungen ändern. Aber okay, ich habe die Schwarze vom Ehemann. Haben wir hier eine Frage? Ach, Tanja Kuchler und Tanja Bombala sind gleiche Personen. Am Handy Kuchler und am PC Bombala. Ah, das ist ein Ding. Das weiß ich nicht. Ich hab's noch nicht gesehen. Netti hat einen Flachwitz geschrieben, Moment. Oder unten blau und oben gelb. Oh. Oh. Ja. Dann muss ich halt nur an der Seite genau Naht auf Naht nähen, aber das ist aber schön. Ach, guck mal, Doreen hatte das eigentlich, die Teddy-Bügelfolie. Da gibt lieber, das kostet noch nicht mal einen Cent mehr oder sonst was. Was das für eine Tasche im Hintergrund ist. Wieder. Seht ihr am Freitag? Ich habe heute kräftig genäht. Es gibt wieder eine Boxy-Bag-Variante. Für dich, Nettie. Hallo, Annelie. Ja, komm, ich zeig's euch. Und zwar hatte ich noch schon mal so eine Boxy-Lunchbag genäht. Oh, guck mal, die Annelie, was ist denn da? So ein kleines Männchen, die nicht gefüttert war. Und da bin ich gefragt worden, ob ich nicht sowas mal nähen könnte, mit innen gefüttert. Und jetzt schaut euch mal an, hier ist noch nicht mal, sind richtig saubere Nähte. Also nichts mit Schrägband oder so, sondern die Boxy Lunchbag gibt es am Freitag. Habe ich heute genäht. Video ist fertig, Intro ist fertig. Alles erledigt. Ja, das ist ein Canvas, den habe ich auch aus Bepra. Das war aber, glaube ich, so ein Endstück. Genau, die habe ich dahingestellt. So, und es gibt heute noch eine Verlosung. Es gab ja bei den Mädels letzte Woche eine Verlosung, bei der Tanja eine Verlosung und bei mir gibt es heute auch noch eine Verlosung. Genau das gleiche Paket wie bei
Tanja und den Nädels. Habe ich Flachwitz gehört? Ja, du kannst gern einen erzählen. Also wir haben hier, Tanja hat das im letzten Live ja richtig schön vorgestellt. Garnrollen, das Bügelbild von Tanja. Oh, da kommt vielleicht noch was. Da kommt vielleicht noch was bis zum Stichtag. Ich bin schon ganz aufgeregt. Ein Blog, Patches, Postkarten. Jede Menge schöne Tüttel ist hier drin. So. Manchmal hier nicht, dass ich was verpasst. Also das gibt es heute zu gewinnen. Was müsst ihr machen? Hinterlasst mir einfach ein bisschen Liebe in den Kommentaren. Im Chat habt ihr jetzt schon genug Liebe hinterlassen, wenn das Live fertig ist. Einfach in die Kommentare unter dem Video. Oh Gott, ich bin so durcheinander. Einen Kommentar schreiben. Was ist denn heute? Heute ist Montag. Man verlose ich Freitag. Ich verlose Freitag. Freitagabend, 18 Uhr, verlose ich das Paket. Und dann schaut am Freitag nochmal rein hier bei mir auf dem Kanal. Abends, vormittags sowieso, gibt es ja dann die tolle Boxi-Lunchback. Und gleich Netti, noch nicht antworten, Netti. Noch nicht schreiben, Netti. Ich will es wissen. Und dann benachrichtige ich den oder die Gewinnerin hier auf YouTube in den Kommentaren. Und dann, dass das Paket dann am Wochenende noch auf den Weg geht. So, Netti, egal wie gut du schläfst, Albert schläft wie Einstein. Schön, Bettina. Tschüss, Martina. Die Tanja wollte auch einen Witz über die Deutsche Bahn machen, aber ich glaube, der kommt nicht an. Ja. Ja, das ist so. Die Susanne ist wieder zu Hause. Die Sonja hier. Thorsten, die Sonja. Also Thorsten ist die Sonja. Schreibe übers Tablet von meinem Mann. Bin für beide Stofffarben für die Kosmetiktasche. Ja, ne? Tschüss, Simone. Die Ronja muss auch weg. Ja, es ist jetzt auch schon kurz nach 8. Gleich fängt irgendwo vielleicht um 7:45 ein Film an. Ja, wunderbar. Es war so ein schöner Abend wieder mit euch. Was will ich noch für... Wollte ich noch irgendwas sagen? Also, Mittwoch gibt es einen Vlog. Morgen Abend bei Nastja, dir bei Eule, seht ihr Tanja und mich. Mittwoch seht ihr auch wieder Tanja. Freitag gibt es das Video von der Boxi Lunchback. Freitagabend gibt es die Verlosung. Samstag können diejenigen, die hier aus der Gegend kommen, nach Silkes, heißt der Ort Silkes, kommen. Da ist Hoffest bei der Hammelmöhre und da werden Tanja und ich nähen und da sein und Spaß haben und da sein. Und Sonntag gibt die Tanja da sogar noch Yoga-Kurs, habe ich gehört. Obwohl ich Sonntag bei einer Freundin auf dem Brunch bin. Da bin ich nicht. Ah, ein schönes Instagram-Lächeln. Yeah! warte. Noch was. Das passt doch heute perfekt, oder? Und jetzt alle Screenshot machen. Gut. Zur Hammelmöhre, schreibt Tanja, genau. Ja, nächste Woche Montag habe ich auch wieder ein Live geplant. Das hängt jetzt noch so ein bisschen davon ab. Entweder bekomme ich die Woche noch was, dann würde es nächste Woche eine Live, zwei- oder dreimal live gehen. Wenn das diese Woche nicht mehr ankommt, muss ich mir noch überlegen, was ich Montag für ein Live mache. Hängt halt davon ab. Das ist noch nicht hier, das ist heiße Ware. Für die Verlosung machen einfach nur einen Kommentar. Nicht hier im Chat, sondern wenn das live dann fertig ist. Erst dann kann man einen Kommentar schreiben und dann einfach ein bisschen Liebe hinterlassen. Und natürlich meinen Kanal abonniert haben. Und es kann auch nicht schaden, dem Live hier ein Däumchen nach oben zu geben. Ja, danke, Henny. Ja. So.
Flachwitze live als Ersatz. Oh, da muss ich mir aber eine Liste machen. Gut. Ja, ich denke, ich trinke noch mal einen Schluck auf uns. Dann haben wir es für heute geschafft. Perfekt. Ja, gut. Dann euch allen noch einen wunderschönen Abend. Nun muss ich noch mal hier gucken. Ich habe das ja darüber gelegt. Kann ich das hier auch machen? Moment. Ich muss das mal hier rüberholen. Ah, oh. Jetzt habe ich es. Technik, man muss sich ja immer nur reinfuchsen. Also, einen wunderschönen Abend euch noch und wir sehen uns eh mehrmals die Woche. Aber morgen ganz wichtig auf Nastja, ihrem Kanal. Tschüss!